Reden wir mal wieder pünktlich zum Sonntag über die Sachen, die auf Netflix in der kommenden Woche so starten. Und wie jede Woche gibt es da einige Originals und ein paar lizenzierte Filme. Und in der 11. Kalenderwoche vom 11. bis 17. März sind es ganze 11 Originals, die keine Stand-Up-Comedy sind oder sowieso Serien, die wöchentlich neue Episoden erhalten. Und auch ein paar lizenzierte Streifen, da fangen wir an. Nämlich am 12.3. am Dienstag gibt es auf Netflix anzuschauen den guten alten Film Notting Hill. Dann gibt es Baby Mama, Nie wieder Sex mit der Ex, das Original von Mary Poppins von 1964, genauso wie Ich einfach unverbesserlich 1 und 2. Diese Filme gibt es dann in der kommenden Woche anzuschauen. Ab Dienstag, ehe wir mit dem ersten Original starten, am Mittwoch, dem 13. März, nämlich Triple Frontier, Action-Thriller und Action-Krimi-Film mit Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal unter anderem in den Hauptrollen. Und es geht um 5 ehemalige Spezialeinheitmitglieder, die von ihrem Land und dem System und all dieser Arbeit, die sie dort hineingesteckt sind, enttäuscht sind, vom Leben zu wenig zurückbekommen und deswegen auf eigene Faust beschließen, einen Drogenbaron auszunehmen. Es geht um 75 Millionen Dollar und das stellt die Loyalität untereinander definitiv in Frage. Trailer nicht uninteressant, Besetzung vor allem sowieso nicht. Ehe dann freitags, wie so oft, die große Armada der Originals startet, hier als erstes Love, Death and Robots in der ersten Staffel, eine Horror-Thriller-Serie. Und Animationsanthology nach Tim Miller und David Fincher. Klingt wahnsinnig interessant. 18 verschiedene Stories sind wohl verpackt. Und wenn man sich den Trailer anschaut, sind das gefühlt hunderte Schnitte und Eindrücke aller Art, sodass ich sagen muss, muss ich sehen, will ich sehen. Und gerade Tim Miller und David Fincher zusammen letztendlich hier irgendwie mit dabei, hinter dieser Idee, muss ich sagen, abgefahrenes Ding. Vor allem, wenn man sich den unzensierten Trailer zu Love, Death and Robots anschaut, bin ich gespannt, was sich genau dahinter verbirgt. Dann startet noch die Serie Turn Up Charlie in der ersten Staffel. Eine britische Comedy-Serie mit Idris Elba in der Hauptrolle, Piper Perabo auch dabei, und es geht um einen gescheiterten DJ, der auf die Tochter seines besten Freundes, der recht berühmt ist, aufpassen muss. Die wiederum ist recht ungestüm und Idris Elba in so einer Comedy-Serie hier zu sehen auf Netflix, eigentlich nicht uninteressante Trailer, geht auch so in verschiedenste Richtungen. Dann startet für alle Arrested Development Fans noch der zweite Teil der 5. Staffel, die Serie rund um, weiß ich nicht, Jason Bateman und Will Arnett mit dabei. Für Fans wahrscheinlich schön zu wissen, dass es dann nächsten Freitag Nachschub gibt. Dann startet noch die Serie Hätte ich dich nicht getroffen, eine Science-Fiction-Fantasy-Serie, in der es um Eloi geht, der bei einem Unfall seine Familie verliert. Seine Frau wollte eigentlich seinen Wagen nehmen, um die Kinder zur Schule zu fahren, weil ihrer kaputt sei. Er hat das verneint. Es gibt ihm einen Unfall, verliert seine Familie, und in einem Paralleluniversum. Das Thema alternative Universen steht hier sehr stark im Fokus. In Hätte ich dich nicht getroffen versucht er für seine Frau ein glücklicheres, besseres Leben zu erzeugen. Dann startet noch die 3. Staffel von Queer Eye, eine Reality Serie, die sehr auf Emotionen setzt, die auf 5 homosexuelle Menschen von diesen berichtet, die anderen Menschen aus ihrer Lebenskrise, von ihrem abgedrängten Schattendasein fristend raushelfen wollen. Eigentlich sehr positiv aufgeladener Trailer. Dann startet noch der Film Pascal, ein malaysischer Film, der sich mit der malaysischen Eliteeinheit der Marine namens Pascal beschäftigt und einer, der daraus eine Entführung plant. Trailer fand ich jetzt nicht so dolle. Dann startet noch der französische Actionfilm Burnout. Darin geht es um Tony, der beschließt, Drogenkurier in Paris zu werden, weil die Frau seines Kindes Kontakt zur Mafia hat und 50.000 Euro Schulden. Deswegen fängt er an, dort zu arbeiten, und das ist natürlich gefährlich. Und für Kinder gibt es dann noch Juhu, Retter in der Not in der ersten Staffel, eine koreanische Kinderserie, in der Juhu und seine Freunde durch die ganze Welt reisen, um Tieren in Not zu helfen. Und RoboZune hat eine 2. Staffel, die nächsten Freitag rauskommt, in der ein Junge und ein Roboter Wettkämpfe bestreiten und gleichzeitig ihr Zuhause vor dem Bösen beschützen. Und zu guter Letzt abgerundet wird das Ganze am Samstag, dem 16. März. Da startet die 1. Staffel von Green Door, eine chinesisch-taiwanesische Serie, in der ein Psychologe aus den USA zurückkehrt, eine Klinik aufmacht und durch sehr merkwürdige Fälle wie Einblicke in seine Vergangenheit bekommt. Meine persönlichen Highlights dann in der kommenden Woche: Triple Frontier, Love, Death and Robots, genauso wie Turn Up Charlie nicht uninteressant sein könnte, aber Hätte ich dich nicht getroffen, mit den alternativen und Paralleluniversen, auch rein vom Ansatz her, so Geschichten oft für viele ganz spannend, weil sich damit auch interessante Twists ergeben können. Und damit sind wir durch mit dem Überblick über die Netflix-Starts in Kalenderwoche 11. Ich hoffe, ihr habt was gefunden, wo ihr euch drauf freut. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen.